Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Heute mit der Bandless Review. Endlich ist sie rausgekommen. Zum neuen Format. 1. April 2015. Ich war gerade in den Locals bei uns im Shop, als die Liste rauskam. War ganz witzig zu sehen, wie die ganzen Spieler darauf reagiert haben. Kleine Hintergrundinformationen zu unserem Shop. Der hat halt richtig schlechten Empfang, schlechtes Internet. Also hat man dort nicht immer Empfang, um zum Beispiel auf Marke zu gehen oder eben jetzt, um die Bandliste zu sehen. Ich habe die dann halt zufällig gesehen, hatte mal Empfang durch ein Wunder und habe halt die gesehen. Dann hat sich so langsam verbreitet, dass die Bandliste draußen ist. Also war richtig witzig anzusehen, wie dann alle ein bisschen rumgepanickt sind und ein bisschen Stress gemacht haben und halt die Reaktion von denen auf die Bandliste. Also, was mir als erstes auffällt, was ich gehört habe, und zwar steht da ganz oben, dass die Liste ab dem 1. April 2015 aktiv ist, klar. Und jetzt das Interessante ist, da steht kein Ende. Zum Beispiel da weiter unten sieht man, dass die Januar-Liste 2015 bis 31. März 2015 aktiv ist, steht da unten. Und die hat halt kein Ende. Manche spekulieren halt jetzt, was das bedeuten kann. Ich muss echt sagen, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Falls ihr interessante Theorien dazu habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten fangen wir mal an mit der Liste. So, zuerst die gebannten Karten. Da haben wir Blaster, Redox, Tempest und Tidal, die Dragon Rulers, genau wie die OCG-Liste. Anscheinend ist Dark Matter Dragon halt doch zu stark. Und die anderen Level 7er Exceed Dragons, die kommen werden. Das Interessante ist halt, dass Gold Series und Dark Matter Dragon halt erst einen Tag davor, also am Donnerstag, beziehungsweise für viele erst am Freitag erschienen ist. Und bevor das Deck überhaupt spielbar ist, wird es auch schon wieder verboten. Zu den Dragons schon meine Meinung gesagt in der OCG Review Liste. Video mit Dark Matter Dragon einfach zu stark. Kannst die einfach auf den Grave legen und dann für umsonst specialen. Dann die weitere verbotene Karte ist Snatch Steel. Nicht wirklich verwunderlich. Sehr starke Karte, spielentscheidend. Spiel stehlend mit einem Top Deck. Und Konami hat mal gesagt, dass das nur ein Versuch war. Die wollen ja irgendwann mal jede Karte von der Bandlist haben. Und das war halt ein Versuch. Viele Leute regen sich halt auf, wieso wurde die zurückgebracht, um jetzt einfach wieder gebannt zu werden. Aber wie gesagt, das war halt nur ein Versuch. Die haben geschaut und es hat nicht funktioniert. Die Karte ist halt zu stark. Braucht wahrscheinlich eine Rata, so wie die anderen. Und deswegen halt wieder gebannt. Dann zu den limitierten Karten. Also die Karten, die man nur einmal spielen darf. Haben wir halt Sinister Serpent mit dem neuen Effekt, Rata, ist von verboten auf 1 gegangen. Muss sagen, der Effekt ist echt schwach geworden. Mich würde es nicht wundern, wenn die Karte zurück auf 2 geht, dann auf 3, dann einfach weg. Als nächstes haben wir eine richtig interessante Karte, und zwar ist Tourguide limitiert worden. Das ist eine kleine Einschränkung gegenüber Burning Abyss. Also wurden alle Top 3 Decks geschwächt. Tourguide auf 1 wird das Deck zwar langsamer machen, aber nicht töten, was halt sehr gut ist. Mit Tourguide limitiert müssen sich die Burning Abyss-Spieler halt was anderes einfallen lassen. Und das ist halt immer gut fürs Spiel, bisschen Kreativität zeigen, den Verlust von Tourguide mit anderen Karten wieder ausgleichen. Das haben wahrscheinlich nicht viele damit gerechnet, aber ich finde, es ist eine gute Wahl von Konami gewesen. Haben wir da Dragon Ravine, die war davor verboten, ist zurück auf 1 gegangen. Falls ihr mein Video gesehen habt zu den Top 10 Karten, die zurückkommen könnten, war Dragon Ravine auch mit dabei. Und ein Grund dafür ist halt, dass die E-Dragons verboten sind. Dadurch kann man Dragon Ravine jetzt nicht so hart ausnutzen. Als nächstes haben wir Preparation of Rites. Ziemlich interessant, ist halt gegen Necros. Die werden halt dadurch direkt, indirekt geschwächt. Also direkt, weil es halt eigentlich nur für Necros gerade spielbar ist. Und indirekt halt, weil es halt keine Necros-Karte ist, sondern nur eine Support-Karte. Ich finde den Hit ganz gut, weil Preparation of Rites ist eigentlich die einzige Karte aus dem Deck, die Plus macht. Alle anderen Karten searchen sich halt nur gegenseitig, also ist es halt nur ein Ausgleich. Und die macht halt Plus 1 in manchen Fällen. Und die kann dir halt theoretisch eigentlich jede Karte aus dem Deck auf die Hand holen. Also eigentlich viel zu stark als Search-Karte. Deswegen gerechtfertigt auf 1, denke ich mal. Dann als nächste Karte, die limitiert wurde, haben wir Sacrifice. Genau wie auf der OCG-Liste wurde die von 3 auf 1 einfach so getroffen.
denke mal, der gleiche Grund wie Preparation of Riot. Sehr starke Karte, search dir alles aus dem Deck. Search-Karten werden gerne von Konami gehittet und Clifford hat auf jeden Fall mal einen Hit verdient. Eine Einschränkung. Jeder beschwert sich darüber, wie konstant Necros eigentlich ist und dabei ist Clifford eigentlich genauso konstant, deswegen gerechtfertigter Hit. Als nächstes haben wir Temple of the Kings. Hat einen Errate bekommen und ist von verboten auf limitiert gewechselt. Was zu erwarten war, also in der OCG-Liste ist sie ja auf 3 gegangen, weil die im letzten Format zurück auf 1 gegangen ist bei denen und wie es aussieht, hat es keiner gespielt und deswegen ist sie dann zurück auf 3 gegangen. Ich denke mal, bei uns wird es genauso sein. Die Änderung des Effekts hat die Karte einfach zu schwach gemacht. Die nächste Karte, die wir haben, deren Effekt wurde auch geändert, aber ich denke trotzdem, dass sie noch stark ist, und zwar ist es Crush Card Virus. Ich habe ein Review-Video dazu gemacht, wenn ihr euch das anschauen wollt. Also ich denke, die Karte wird auf jeden Fall spielbar sein, sogar spielentscheidend sein, also meta-beeinflussend. Könnte Burning Abyss sehr stark pushen. Also theoretisch ist es sehr stark gegen Clifford, aber jetzt, wo Clifford so stark von der Liste getroffen wurde, weiß ich nicht, ob das noch so ein Top-Deck sein wird. Also weiß ich dann auch nicht, wie gut Crush Card sein wird. Wenn man es halt nicht gegen Clifford einsetzen kann, gegen Necros ist gut. Dann haben wir Exchange of the Spirit. Ist halt genauso wie Temple of the Kings. In der OCG Banlist zurück auf 3 gegangen, nachdem sie auf 1 gegangen ist. Und wurde halt auch gar nicht gespielt. Und ich denke mal, genauso wird es bei uns sein. Zurück auf 1, dann zurück auf 3. Effekt ist einfach zu schwach geworden, zu anders. Dann haben wir als nächstes Ring of Destruction. Hat auch eine Textänderung bekommen. Wobei ich auch bei der sagen muss, so ähnlich wie bei Crush Card Virus, dass sie immer noch spielbar ist. Der Effekt ist immer noch interessant und sie kann halt eingesetzt werden, um ein Monster zu zerstören in der gegnerischen Runde. Das ist schon ganz interessant. Kann Spiele beeinflussen, also Spielzüge, kann auf die gegnerischen Züge reagieren. Also so eine Karte ist eigentlich immer gut. Vergleichbar halt mit den Staple-Fallen, Compulse, DT, Warning und BTA. Also wir werden sehen, wie stark es ist, aber ich denke mal, dass sie doch recht stark sein wird. Dann haben wir als nächstes Skill Drain. Bisschen überraschend, aber hatten viele Leute gefordert, viele Spieler wollten das, dass Skill Drain auf 1 geht. Neben Emptiness war das halt die zweitgrößte, zweithärteste Floodgate-Karte. Hat viele Decks gestört und einfach komplett gestoppt. Konnten halt nichts machen, wenn sie nicht irgendwie MSC oder so gezogen haben, um die zu zerstören. Und solche Karten sollten eigentlich nicht existieren, die den Gegner gar nicht erst spielen lassen. Schwächt halt auch wieder Clifford sehr stark. Das einzige Deck, das das dreimal gespielt hat, spielen konnte, ohne beeinflusst zu werden davon. Sogar einen Vorteil haben die dadurch bekommen. Also nicht nur, dass sie nicht davon eingeschränkt wurden, sie haben sogar einen Vorteil dadurch bekommen. Also noch ein sehr starker Hit gegen Clifford und ein Push für die anderen Decks. Leider aber auch unter anderem Necros. Dann die nächste Karte, die wir haben, die limitiert wurde. Für viele Spieler höchste Zeit. Und zwar Vanity's Emptiness, jetzt limitiert auf 1. Viele Spieler wundern sich, ärgern sich oder so, weil Konami hat es erst letzten Monat reprinted. Jetzt hatten endlich alle Spieler die Möglichkeit, die Karte auf 3 zu spielen. Und ich nehme mal an, auch jeder Spieler hatte die dann auf 3. Und jetzt wird sie halt gehittet, genau zu dem Zeitpunkt, wo sich jeder Spieler die leisten konnte. Und vor einem Jahr oder so, vor einem halben Jahr, wo die Karte 50, 60 Euro ging, da wurde halt nichts mit der gemacht. Das verärgert halt viele Spieler, aber Emptiness hat viele Spiele entschieden. Genau wie Skill Drain konnte sie spielentscheidend sein, wenn du sie draußen hattest und der Gegner einfach nichts dagegen gezogen hat. Kommen wir zu den Semi-Limitierten, also von denen, die man nur zweimal im Deck spielen darf. Dann haben wir als erstes Clifford Scout. Ich glaube, das ist das erste Normal Monster, was jemals auf der Liste ist. Obwohl zu Dino Rabbit Zeit viele verlangt haben, dass eine der Dinos, also der normal Vanilla-Dinos, auf die Liste kommt. Ist natürlich nie passiert. Jetzt haben wir Clifford Scout. Von 3 auf 2. Ist verständlich. Ist der Searcher der Karte. Kannst ihn jede Runde aktivieren. Ich meine, selbst wenn es Lebenspunkte kostet, war der Effekt einfach zu stark. Ich meine, Karten wie Stratos sind immer noch gebannt. Und den konnte man dreimal spielen. Sogar 3 Zauberkarten, die ihn direkt aus dem Deck gesucht haben. Und du kannst ihn jede Runde aktivieren. Also verdient auf 2. Dann als nächstes haben wir die große Überraschung, den großen Schocker aus der Liste, und zwar Necros of Brionak auf 2. Es galt diese allgemeine Meinung, dass Necros nicht betroffen sein wird direkt, weil es einfach zu neu ist und Konami, wie jeder sagt, Geld machen will und das Set noch verkaufen will und dadurch das Set niemals
angehen würde. Aber es ist passiert. Brionak auf 2. Ich meine, Brionak ist immer noch zu stark. Ich persönlich hätte es auf 1 getan. Aber man kann nicht klagen. Also besser als gar nichts. Auf Englisch gibt es so ein Sprichwort. Beggars can't be choosers. Also in dem Fall von Niklaus nehme ich, was ich kriegen kann. Jede Einschränkung heiße ich willkommen. Dann die nächste Semi-Limitierung ist Legendary Six Samurai Shien. Der ist ja bei den Japanern zurück auf 3 gegangen. Bei uns erstmal auf 2. Ich meine, Portal ist bei uns verboten, also ich denke mal nicht, dass er so eine große Wirkung auf das Meta haben wird. Ich denke mal, das ist so ein Kandidat, der wird dann auch wieder zurück auf 3 gehen und dann nichts weiter reißen. Die nächste Karte ist Charge of the Light Brigade. Das ist eine sehr interessante Karte, also die Karte benutzt man in vielen verschiedenen Decks als Engine, als Mill Power. Klar, vor allem in Lightsworn, aber auch so Inferno kann man das benutzen oder Zombie oder einfach so Chaos Varianten. War eigentlich immer eine sehr starke Karte. Ich nehme mal in Lightsworn wird die jetzt nicht mehr so stark sein, weil die Dragons verboten sind, also die primären Mill Targets und Lightsworn an sich, also die ganzen Mill Dexter, Lightsworn Ruler und so. Aber ich finde die Karte auf jeden Fall interessant, weil sie halt eben in so vielen Decks spielbar ist, wo man sie einfach reinsplashen kann als kleine Support Engine, um verschiedene Decks ein bisschen Speed zu geben. Also freut mich auf jeden Fall die Karte. Dann die letzte Semi-Limitierung haben wir Sacred Sword of 7 Stars. Die war davor limitiert. Und ist kein Wunder, die Dragons sind verboten, also gibt es nicht mehr so viele Targets dafür. Und selbst wenn, dann ist es halt nicht mehr so stark. Also dann ist es halt eigentlich genauso wie ein Trade-In. Nur bei den Dragons war es halt noch ein Plus, weil die Dragons dadurch ihren Effekt aktivieren konnten und sich noch eine Karte auf die Hand geholt haben. Ich denke mal nicht, dass die Karte so stark jetzt sein wird. Ich hätte sie sogar auf 3 gehen lassen können. Kein Problem. Und wenn wir schon von 3 reden, dann kommen wir auch gleich zu den Unlimitierten. Also alle Karten, die man jetzt dreimal wieder im Deck spielen kann. Da haben wir als erstes Brotherhood of the Firefist Spirit. Also in Japan ist Rooster zurück auf 3 gegangen. Das ist halt vergleichbar mit unserem Spirit, weil bei uns war der limitiert und bei denen war halt der Hahn limitiert. Und die zwei sind eigentlich eine Combo. Die funktioniert nur zusammen. Und bei uns war halt der eine gebannt, bei den anderen der andere. Und jetzt ist halt bei uns beiden, alle beide wieder auf 3. Und ich habe schon gehört, dass viele denken, dass Firefist wieder ein bisschen was kann. Also wir werden sehen, ich bin gespannt. Firefist war immer ein cooles Deck, finde ich. Dann als nächstes haben wir natürlich die ganzen Baby Dragons. Genau wie auf der OCG-Liste. Ohne die großen Dragons haben die halt eigentlich gar keinen Effekt. Also total nutzlos. Dann haben wir eine Karte, die hoffentlich nicht nutzlos auf 3 sein wird. Und zwar ist das Bestiari. Endlich wieder auf 3. Das hatten sich so viele Spieler gewünscht. Ich habe einen Kumpel, der hat sich das jede Liste gewünscht. Und endlich ist es soweit. In der Gold Series wurde ja diese eine Gladi-Fusion reprinted. Also das war ein kleiner Hinweis. Hätte man sich vielleicht denken können. Oder zumindest erwünschen können. Jetzt wieder auf 3. Ich weiß nicht, ob das genug ist, um Gladi zu pushen. Aber ich hoffe es mal. Wir werden es sehen. Die nächste Karte, die zurück auf 3 ist, ist Gods. Gods hat schon seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gesehen. Es gab vor kurzem eine Weile, wo Shadol versucht hat, die zu spielen, aber hat nicht wirklich funktioniert. Und Shadol wurde jetzt auch kaum gespielt, also deswegen auch Gods überhaupt nicht. Also nach der Liste wird Shadol vielleicht wieder steigen, aber bis dahin kein Shadol, kein Gods. Deswegen zu Recht zurück auf 3. Die nächste Karte, die wir haben, ist Lonefire Blossom. Das ist auch ganz interessant. Vor allem, weil die jetzt diese neuen Pflanzen und Pflanzensupport rausgebracht haben in Return of the Bling. Und mit Lonefire zurück auf 3 ist Tengu Plant fast wieder komplett. Fehlt halt nur Pot of Everest, aber in der nächsten Edition kommt dieser geschwächte Pot of Everest in Form dieser Falle. Also dadurch kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Plant wieder ein Comeback machen wird. Die nächste Karte, die wir dann haben, ist Goyo Guardian. Ist zurück auf 1 gegangen, hat nicht wirklich was gemacht. Wurde zwar ein bisschen gehypt, aber hat nicht wirklich was gemacht. Dann zurück auf 2 und jetzt wieder auf 3. Und die letzte Karte, die wir auf der Liste haben, ist Heretic Seal of Convocation. Ich denke mal, die wollen jetzt nicht, dass Dark Matter Dragon umsonst rausgekommen ist. Also den kann man auch im Heretic spielen. Also kann man Heretic Goyo ein bisschen pushen. Die Karte ist richtig komisch, die war auf 1, auf 2, auf 3, dann wieder auf 2, auf 1, immer so hin und her. Aber für jetzt ist sie erstmal wieder zurück auf 3. Wir werden sehen, ob es reicht für Heretic und Dark Matter Dragon. So Leute, das war's.
April, 1. April 2015 Bandless Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Liste haltet, was ihr gerne gesehen habt, was euch vielleicht schockiert hat, mit was ihr vielleicht gar nicht gerechnet habt und vielleicht welche Karten ihr genau richtig vorhergesehen habt. Ansonsten war es das auch schon wieder, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab und ciao.